Berliner stiften Diskussionen in Krottendorf an. So könnte man die Veranstaltung am vergangenen Freitag in Krottendorf am besten beschreiben. Redakteure der Berliner Tageszeitung Taz waren im Rahmen ihrer Taz-Mainland-Tour zu Besuch im Erzgebirge. Die Zeitungsmacher wollen die Stimmungen in eher kleineren und unbekannten Orten in ganz Deutschland einfangen. Zu Beginn wurden die Gäste durch Moderator und Taz-Redakteur Jan Feddersen gleich aufgefordert, sich intensiv an den Diskussionen zu beteiligen und nicht nur stumm zuzuhören. Dieser Aufforderung wurde auch prompt Folge geleistet durch AfD-Direktkandidat Carsten Teubner. Dieser ging gleich auf Stimmenfang und erklärte, weshalb er damals der Partei Alternative für Deutschland beigetreten war. Durch Krottendorfs Altbürgermeister Bernd Reinhold gab es auf diese Aktion gleich Konter. In Krottendorf ist deshalb zu viel geworden. Übrigens, wer Krottendorf nicht kennt, hat auch noch einen Verband. Fiel mir gerade so ein. Weil in den ganzen Jahren der Gemeinderat ein Motto hatte: Sache vor Politik. Dort kam also nicht raus, ich bin dort, ich bin dort, ich bin dort. Es ging um die Sache. Und da sind wir heute noch ganz stolz drauf. Der erste Teil der gut dreistündigen Veranstaltung wurde von der Flüchtlingspolitik beherrscht. Sebastian Martin, Bürgermeister von Krottendorf, bestätigte, Integration funktioniert im 4.100-Einwohner-Ort. Doch anfangs gab es in der Bevölkerung des Dorfes natürlich auch Skepsis. Ich muss sagen, wir haben die glückliche Situation, wir haben bis gute Konstellation, dass das Familienzentrum gleich gegenüber von der Unterkunft ist und die Aufnahme, wir waren alle skeptisch, muss man so sagen. Also ein 400-Seelen-Dorf und da reden wir gleich mal von 400 Personen, die hier zukommen, wissen nicht, was kommt. Das Ungewisse ist ganz klar. Vom Familienzentrum Krottendorf war Beate Weiser-Lindner mit am runden Tisch. Sie und ihr Team seien hauptsächlich für die gute Integration der Asylbewerber verantwortlich, hieß es. So schafften es die Mitarbeiter des Familienzentrums, trotz anfänglicher Zweifel, die Familien zu integrieren. So geben sie zum Beispiel Gitarrenunterricht und auch eine Handwerkskammer nebst Nähwerkstatt stehen zur Verfügung. Aber eine Frage dazu noch. Gibt es hier im Dorf vielleicht so ein bisschen Stolz darauf, wie klasse Sie und Ihr das alles geschafft habt? Beim Erzgebirge ist es so, also das geht so, ne? Oder geht schön. Das heißt sehr gut übersetzt. Also von daher macht sich da keiner eine große Platte und sagt jetzt, pass auf, ich bin der König hier und nur weil ich so gut war, hat es so gut funktioniert. Das würde schlichtweg nicht stimmen. Es hat funktioniert, weil alle mitgemacht haben. Weil die einen, die wollten, einen Schritt nach vorne gegangen sind und die anderen, die skeptisch waren, die ja berechtigte Kritik hatten an diesem ganzen Unterfangen, was ja vollkommen wild und out of control war, die sind ein Stück zurückgegangen und haben die anderen machen lassen. Und somit hat man sich gegenseitig respektiert. Ich habe von niemandem erwartet, dass er mitmacht. Ich habe gehofft, dass die Freiwilligen viele sind und die waren fast schon zu viele, also die waren extrem ausreichend. So, fertig, basta, geht weiter. Nächste Aufgabe. Und Aufgaben gäbe es noch genug. Auch das sogenannte Niedriglohnland Erzgebirge und die generelle Zukunft des Ortes wurden fleißig diskutiert. Zudem versuchte Michael Kern, Regisseur beim Mundarttheater des Dorfes, den Berliner Redakteuren zu erklären, warum die Mundart für die Erzgebirger so wichtig ist. Die Sprache als solches ist eigentlich ein Identifikationsmoment in unserer spezifischen erzgebirgischen Subkultur. Weil das ist ein bisschen eigen, das muss man schon so. Und eigentlich Sachsen und Gras und Leipzig und Kamps ist alles ein Tag. Tim zwar jetzt nicht ohne die aus, aber das wird einem gehabt. Also als Arztbürger, so wie es früher zu DDR-Zeiten alles noch Berlin ging, so ist es mehr aus Süß, geht alles nur noch Gras, alles fort, alles gute Partie. Wir müssen sagen, wo bleiben ist. Nachdem die Diskussionen bei den Beteiligten einmal sacken konnten, fragten wir bei Bürgermeister Sebastian Martin nach, wie er die Runde empfunden hat. Ich bin sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Es war für uns ein neues Gefühl, dass wir an einem runden Tisch sitzen, mit kritischen, unterschiedlichen Stimmen zusammen und haben versucht herauszufinden,
was für uns jetzt gerade das ist, also wo es hingehen soll. Die Idee der Taz-Redakteure, auch einmal in eher unbekannte Orte zu fahren und dort die aktuelle Stimmung einzuholen, kam bei Sebastian Martin gut an. Ich finde es sehr gut, weil es ist so eine weit verbreitete Meinung oder so ein Gefühl, so dass das alles zu abgehoben ist. Es ist nur noch Berlin oder es ist nur noch Dresden, aber auch Grottendorf ist Teil von dem großen Ganzen. Und auch wir haben irgendwo einen Wert, vielleicht nicht den größten, aber wir stellen einen Wert dar. Und auch da ist es spannend, mal die Sichtweise dort vor Ort einfach auch mal zu spüren für alle anderen. Also ging einher mit dem Beginn der Artikel, so ist das überhaupt eine gute Idee, nach Grottendorf zu fahren? Und wir können jetzt sagen, ja, es ist eine gute Idee, nach Grottendorf zu fahren. Den kompletten Artikel der Zeitungsmacher zu ihrem Besuch im Erzgebirge können Sie im Internet unter www.taz.de im Bereich Taz Mein Land nachlesen.